Herzlich willkommen zu 5 Minuten Buch. Heute ist Takis Würger zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr, dass der exzellente Journalist und Autor sein neues Buch Noah von einem, der überlebte, hier vorstellt. Noah wurde 1925 als Norbert Klieger in Straßburg geboren, kam 17-jährig allein ins Lager nach Auschwitz. Überlebte, fand seine Eltern wieder und erreichte endlich die ersehnte neue Heimat Palästina. Dem Autor Takis Würger hat Noah die Geschichte seines Überlebens und Weiterlebens in ausführlichen Gesprächen anvertraut. Ja, dieses Buch Noah ist vor allem im Gespräch entstanden, im Gespräch zwischen Noah Klieger und mir. Ich habe das Glück gehabt, so 3 Monate in Tel Aviv bei Noah verbringen zu dürfen. Und in diesen 3 Monaten hat mir dieser Mann, der damals 92 Jahre alt war, sein Leben erzählt. Und ich bin da hingefahren mit einem langen Fragenkatalog und einer Menge Ehrfurcht vor diesem Mann. Und ich weiß noch genau, die erste Frage, die ich Noah gestellt habe damals, war, was denken Sie über Rache? Und Noah hat erzählen mit mir die Tage verbracht. Also wir saßen im Kaffeehaus, wir waren bei ihm zu Hause. Nach einer Zeit habe ich den Code für seine Haustür bekommen und konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Und ich hatte diesen ganzen Fragenkatalog, aber Noah hatte seinen inneren eigenen Fragenkatalog, den er beantworten wollte. Also es war ganz oft so, dass Noah nicht auf die Fragen geantwortet hat, die ich ihm gesagt habe. Also zum Beispiel die Frage, was denken Sie über Rache, war jetzt keine Frage, über die Noah gerne sprechen wollte. Das hat er dann auch nicht gemacht. Er hat dann einfach irgendwas erzählt aus seinem Leben. Das hat mich erst sehr, sehr nervös gemacht. Und so Stück für Stück habe ich gemerkt, dass dieser weise, alte Mann eigentlich die viel besseren Fragen beantwortete, als die ich ihm gestellt habe. Und wir haben uns dann überlegt, welche Aspekte seines Lebens wir erzählen wollen. Und wir haben über seine Arbeit als Schmuggler in Belgien erzählt. Wir haben in diesem Buch Noahs Zeit in Auschwitz festgehalten. Und dieses Leben war aber viel größer als das, was Noah unter den Nazis erleiden musste. Und deswegen haben wir auch davon berichtet, wie Noah dann nach Israel gekommen ist mit dem berühmten Flüchtlingsschiff Exodus. Und das ist ein kurzer Teil, den ich einmal hier vorlesen möchte. In der südfranzösischen Hafenstadt Sète sprang eines Morgens kurz vor Sonnenaufgang Noah Klieger von einem Lastwagen. Er trug sein Haar so lang, dass es fast auf seine Schultern fiel. Die Morgenluft roch nach Salz, Algen, den Netzen der Fischer und der Bouillabaisse aus den Hafenrestaurants, deren diese kleine Stadt sich rühmte. Es war schon heiß, die ersten Mücken flogen. Noah war nach Sète gereist, weil er hier auf ein Schiff wollte, das ihn nach Palästina bringen sollte. Er erwartete einen Ozeandampfer, prächtig und weiß, doch der Freund, der mit ihm hergefahren war, streckte den Arm aus und deutete auf ein Schiff, das ganz hinten im Hafen vor Anker lag. Noah betrachtete einen Moment lang die erstaunlich schmale Form dieses Schiffs und den Schornstein, der ihn an den Schlot einer Fabrik erinnerte. Noah dachte, das ist das hässlichste Schiff, das ich je gesehen habe. Er hatte 2 Jahre auf diesen Moment gewartet. Die überlebenden Juden von Europa hatten nach dem Krieg immer wieder versucht, mit Schiffen nach Palästina zu kommen. Palästina wurde bewacht durch 45 Kriegsschiffe der britischen Royal Navy, unterstützt durch eine Division der Royal Air Force mit Flugzeugen, die von Palästina, Zypern, Ägypten und Malta aus starteten. Hinter Noah rollten 170 Lastwagen mit Juden in den Hafen von Sète. Noah war auf dem ersten gefahren, weil er Französisch sprach und gut darin war, die Polizisten an den Straßensperren davon zu überzeugen, die Kolonne durchzulassen. Er schulterte seinen Rucksack, marschierte durch den Hafen und betrat das Schiff.